Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man einen Kuchen ruckzuck aus der Tasse macht. Zwar dafür brauchen wir 4 Esslöffel Mehl. Hier habe ich schon in meinem Becher abgepackt. 4 Esslöffel Zucker, das habe ich dort. Also ihr könnt auch weniger nehmen, wenn ihr nicht so auf Zucker steht, aber 4 Esslöffel auf jeden Fall. 2 Esslöffel Kakao, könnt ungesüßten, gesüßten nehmen, ist eigentlich egal. Und 3 Esslöffel Milch, das habe ich noch drin. Ich mag Bio am liebsten, deshalb. Und 3 Esslöffel Öl. Hier. Das war's. Also, dann mische ich mal alles zusammen und wir sehen uns nachher. Ciao. So, ich habe das jetzt ordentlich verrührt. Ja, sind noch ein paar Bröckel da. Aber das macht jetzt, glaube ich, nicht so was aus. Das legen wir dann in die Mikrowelle. Geht halt ruckzuck. Schließen man und dann für 2,5 Minuten legt man es rein. Also das variiert nach Mikrowelle, aber ist jetzt nicht schlimm. Einfach mal 2,5 Minuten reintun. Wenn es noch nicht durch ist, noch mal eine Minute oder so, stellt man 2,5 Minuten ein. So, ich habe dies jetzt gemacht. Dann warten wir 2,5 Minuten. Bis gleich. So, bei mir ist das jetzt fertig. Holen wir das raus. Ich nehme das mit so einem Lappen, weil es auch ziemlich heiß ist. Und zurück auf die Arbeitsplatte. So, man sieht, dass man nicht so eine durchsichtige Dingensbums holen soll, weil das drückt sich halt hoch, dann ist unten so eine Lücke und das sieht auch nicht sehr schön aus. Ich habe es auch nicht gut verrührt, das liegt auch ein bisschen daran. Sonst wäre es das dann. Ihr könnt es auch rausholen, so auf so einen Tisch legen, ach, auf dem Teller, ach, schneiden, das war's. Also man sieht, in ein paar Minuten kann man schon so einen Kuchen machen. So für zwischendurch ist das ganz lecker und man braucht nicht viel. Das war's, danke fürs Zusehen, ciao.